wunderbar, wenn man so nach 4 Jahren sieht, es ist doch etwas geworden, was wir jetzt hier erleben. Es ist ja eine Station von 15, es geht hier weiter hier oben. Also es ist echt ein tolles Gefühl, wenn eine Idee kommt, wenn man dann Probleme und Schwierigkeiten sieht und die dann manchmal größer werden und größer werden. Und da haben wir so die Erfahrung gemacht, wenn eine Vision ins Leben kommt, die muss so groß sein, dass alle Schwierigkeiten davor kleiner sind. Insofern ist die Vision mit der Zeit auch gewachsen. Und das war schon an manchen Stellen Herausforderungen. Und wir haben das aber immer gern gemacht, weil wir gesehen haben, da haben wir eine Möglichkeit, wirklich etwas in die Kirche hineinzugeben, für die Ehe, für die Ehepaare etwas zu tun. Und das war so mein, so unser Gedanke. Dafür lohnt es sich zu spitzen und manchmal nicht wissen, wie es geht. Ein Beispiel war, das Ehepaar Roth ist nach Schönstein gefahren, um diese Bettungssonde zu setzen. Wir wussten am Vormittag nicht, wer noch hilft, wer noch dazukommt, wo sie hier wohnen können. Ich bin davon ausgegangen, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, da ruft man an und das geht. Ich habe angerufen, nee, das geht aus dem Grund nicht. Ja, bei uns ist gerade auch und es ging einfach nicht und die sind unterwegs und wissen nicht wohin. Aber dann hat meine Frau gesagt, wir haben das ohne Gottesmutter gemacht. Jetzt gehe ich und zünde Licht an im Großheiligtum. Ich war gerade vom Stuhl hoch, dachte ich, oh, jetzt rufe ich den an. Und da ging es sofort. Also solche Erlebnisse sind dann zwischendurch, wo man sagt, klasse, dafür machen wir das und hat dann Spaß gemacht. Und die Vision von Pater Beller ist ja in Ungarn entstanden und ich finde es echt klasse, dass Sie als Vertretung für diese tolle Idee hierher gekommen sind. Und er hat ja die Idee gehabt, dass sich dieser Weg verbreiten möge, über Ungarn hinaus, über Europa hinaus. Und so gibt es, glaube ich, schon in der Ukraine einen Eheweg, der eingeweiht wurde. In Paraguay entsteht ein und in anderen Ländern. Und wir dürfen einen Teil dazu beitragen. Und das sind so Dinge, wo wir sagen, dafür lohnt es sich.